darf ich alle Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Es freut mich sehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Als erstes von denen, die ich jetzt ganz kurz bitte, ein bisschen was zu sagen, ist die Sabine Demur, ein Hauptgrund, warum wir heute hier sitzen. Ganz kurz zu ihr, ich finde, sie ist eine ganz eine tolle Persönlichkeit, eine tolle Unternehmerin. Sie hat schon vor ziemlich langer Zeit, ich glaube 20 Jahre kann man mittlerweile sagen, ein reitpädagogisches Programm entwickelt. Es geht hier schon mittlerweile auf mehreren Ebenen darum, Personen auszubilden, die dann das Wissen um das Pferd weitertragen. Da gibt es ein Programm, das betrifft die Kinder, es gibt ein Programm, das betrifft die Reitlehrer und relativ neu ein Programm, das betrifft das heilpädagogische Reiten und das betrifft die Unterstützung wiederum von Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Das ist auch ein Grund, warum der Eins-Club hier auch mitmacht bei dieser Benefizveranstaltung. Das werden wir dann auch hören, wie wir hier ein bisschen den Bogen schließen. Sie hat auch schon ein Buch geschrieben zur ganzheitlichen Reitpädagogin und eben die Organisation Vier Hufe für glückliche Kinder gegründet. Und ich ersuche dich, liebe Sabine, uns ein paar Worte dazu zu sagen. Liebe Nina, danke für deine einführenden Worte, werte Gäste. Ich möchte Ihnen jetzt gern so viel erzählen. Aber ich werde es nicht machen. Ich würde Ihnen so gern so viel erzählen von einer Carolina, die mit Morbus Bertes betroffen ist, einer ganz schweren orthopädischen Kinderkrankheit, der wir mit der Hipsreittherapie, die zum heilpädagogischen Reiten, wie du das so korrekt gesagt hast, dazugezählt wird, helfen konnten, die Therapien reduzieren konnten, Operationen reduzieren konnten, um sie dann endlich geheilt zu entlassen in einem wunderbaren Netzwerk mit Ärzten, Physiotherapeuten und Orthopäden und Chirurgen. Ich würde Ihnen auch noch so viel gerne erzählen von vielen, vielen Kindern, die ihre Hilfe brauchen, aber ich werde es nicht tun, weil wir auch die liebe Erika Blucher nicht so lange warten lassen wollen. Aber ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzlich danken, dass Sie da sind, dass Sie unser Projekt unterstützen, Vier Hufe für glückliche Kinder. Auf unserem Reitbetrieb sind es 28 Hufe für glückliche Kinder, aber nachdem man ja bekanntlich nur einen Hintern hat, auf dem man ja dann nur auf einem Pferd sitzen kann. Schon, ja, also ungarische Post wäre möglich, aber das wäre dann, also glaube ich, also nicht ganz so therapeutisch und sicherheitstechnisch vertretbar und ich möchte auch wirklich nicht dann mit der Nina Ohlinger negativ zu tun bekommen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank und ich mache diesen Redeplatz wieder frei. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, freue mich, dass auch so viele Mitglieder von Lions heute da sind und die Nina das organisiert. Sie ist ja auch bei uns Mitglied und hat entsprechend schon gesagt, was wir so machen. Für alle Lions brauche ich es nicht erklären. Ich sage es aber für die, die im Publikum sind und das nicht so genau wissen. Wir unterstützen hier in der Region. Es gibt Lions Clubs rund um den Erdball, aber jeder von den Clubs versucht dort, wo er ist, das Beste zu machen und Leuten zu helfen in der Region, mit Spenden aus der Region. Wir machen eben Veranstaltungen, ähnlich wie diese hier, und wir werden auch in der Region Kinder unterstützen, die so eine Reittherapie benötigen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche einen schönen Abend. Recht kurz gehalten, dann können wir jetzt die Spannung steigen lassen. Ich denke, zu Erika Plucher muss man nicht allzu viel sagen. Schriftstellerin, Schauspielerin, ehemalige Burgschauspielerin, Sängerin. Sie wird heute aus ihren Büchern lesen. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam bitte Frau Erika Plucher. Ja, dann begrüße ich Sie alle auch sehr herzlich. Durch meine Freundinnen Sandra und Sabine bin ich zu diesem Thema gestoßen, wie sehr man mit dem Pferd hilfreich sein kann. Ich kann mich erinnern, wie ich Kind war, das ist schon sehr lange her, wäre es mein Traum gewesen, was mit Pferden zu tun zu haben. Aber das war damals völlig unmöglich und auch noch gar nicht den Menschen so sehr plausibel, wie das eben jetzt der Fall ist.
Auch die Sandra selber hat ja erlebt, wie das ist, wie man etwas heilen kann, das quasi unheilbar war mit Hilfe eines Pferdes. Also ich finde das wunderbar und unterstütze dieses Projekt natürlich von Herzen gern. Ich wurde mal aufgefordert, eine Einführungsrede zu halten, als ein Heim für behinderte Menschen errichtet wurde und eingerichtet wurde. Und es entstand ein Essay, den ich immer wieder und nach wie vor eigentlich auch sehr gerne vortrage. Ich gab diesem Essay den Titel Menschenwürde und Lebensqualität. In Klammer, der behinderte Mensch. Schon in der Schule haben mich im Physikunterricht die sogenannten kommunizierenden Gefäße tief beeindruckt. Das Phänomen, dass bei verschiedenartiger Form, verschiedenartigem Ansehen, die in der Tiefe alles verbindende Flüssigkeit in jedem Gefäß die nämliche Höhe erreicht. Für mich ist das zu einer Parabel geworden. Das Menschliche schlechthin, und ich glaube, wir alle wissen, was damit gemeint ist, auch wenn ich diesem Begriff nicht an Erklärung hinzusetze, verbindet im Tiefsten und steigt in gleicher Weise hoch. Ohne Ansehen der Form und Ausgestaltung individuellen Lebens. Nun leben wir aber unter dem Diktat der Zeit und diverser Bemächtigungen. Schon immer war dies das Los des Menschen. Schon immer gab es eine der Menschlichkeit zuwiderhandelnde Kraft auf Erden. Ob wir die jetzt den guten alten Teufel nennen oder zu den beherrschenden Faktoren Macht, Streben und Profit gelangen, zu allen Zeiten gab es sie und stets ging sie mit dem Erblinden für menschliche Belange Hand in Hand. Zu allen Zeiten gab es Gewaltausübung und Vernichtung einfachen Menschseins, mehr noch Geschöpf. Seins. Zu allen Zeiten versuchte der Herr der Welt, nennen wir es schlicht so, den Menschen auszugrenzen, den machtlosen, kindlichen, funktionsuntüchtigen, also behinderten Menschen auszugrenzen. Wir leben derzeit nur noch leistungs- und erfolgsorientiert. Immer mehr Menschen bleiben auf der Strecke. Alles wird Wettlauf, es geht nur noch ums Gewinnen müssen. Deshalb werden die Verlierer Legion. Überall steigt die Armutsgrenze. Arbeitslosigkeit wird weltweit zur Norm. Mafia, wohin das Auge reicht, auch und vor allem immer wieder im legalen Bereich. Also Bündnisse der Ausbeuter, wobei die Ausgebeuteten meist kaum noch wissen, was ihnen geschieht. Von den Medien wurde diese Struktur einer materialistisch leistungsorientierten Gesellschaft derart in alle Köpfe hinein manipuliert, dass jeder, der aufgeben und zurückbleiben muss, sich nur noch schämen kann, sich ausgegrenzt fühlt. Ja, als Behinderter, der den rasanten Lauf zum Platz an der Sonne nicht mehr schafft, als nicht mehr Mensch. Wobei doch die Frage offen bleibt, wer da nun in Wahrheit behindert ist. Diese in unseren Tagen viel zitierten Begriffe wie Effizienz, Mobilität, Wirtschaftlichkeit, Aktivität, Kreativität, Spitzenleistung, Internationalität, Marktbestimmtheit, Karriere, Erfolgsbilanz, Quote, Verkaufszahl, Medienpräsenz. Alles Vokabel unserer heutigen westlichen Diktatur. Ob das nicht behindertem, fehlgesteuertem, wahnsinnigem Menschsein entspringt? Für mich selbst habe ich diese Frage schon längst mit Ja beantwortet. Für mich selbst habe ich aber auch hinzugefügt, dieses Ja darf nicht Zustimmung bedeuten, sondern sollte Grundlage einer bewussteren Haltung zur menschlichen Existenz werden. Und wie jede aufrichtige Haltung, muss sie vor allem den persönlichen Bereich formen oder verändern. Alles andere ist Show. Gerade weil ich den größten Teil meines Lebens als Schauspielerin zugebracht habe, reagiere ich empfindlich auf Hergezeigtes, das den Mechanismen im Inneren nicht entspricht. Kann mich Kritik an Systemen oder Engagement fürs Gute und Schöne zur Weißglut bringen,
wenn ich solches im privaten, persönlichen Umfeld nicht bestätigt sehe. Der kleine Bereich von Ehe, Familie, Freundeskreis, Beruf, wie auch immer, ist Keimzelle jeder weltweiten Exaltation. Und exaltiert ist es geworden. Vom Informationswust aufgebläht und verrückt vor Sensationsgier. Meine Vision gilt der Menschenwürde, gilt dem Anhalten dürfen, ja, dem erfolglos sein dürfen, einem Hohelied der Muße und Bedürfnislosigkeit, einer neuen Sicht im Hinblick auf unser Angesehensein, einer neuen Beurteilung von Lebensqualität, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir Menschen ansehnlich sein können, auch wenn es uns keiner ansieht oder uns ansieht. Das Berühmtsein oder in Talkshows veröffentlichte Pseudoschicksale mit Menschenleben so wenig zu tun haben wie ein Stofftier oder gar damals ein Tamagotchi mit einem atmenden Geschöpf. Das In-Sein, das Blödeste ist, wozu Menschen sich je überreden ließen, weil sie sich dabei in einer Äußerlichkeit geborgen fühlen, statt in sich selbst Halt zu finden. Nun weiß ich aber sehr wohl, wie schwer Letzteres ist, in sich selbst Halt zu finden. Noch dazu, wenn die eigene Existenz durch Erfolglosigkeit, vergebliche Jobsuche, Kündigung, alle Formen der Selbstentwertung bedroht ist. Wie dabei Selbstbewusstsein bewahren oder erhalten? Es geht nur mit einer anderen Einstellung zum Menschsein. Nicht Erfolg oder du hast es geschafft, dieser schrecklichste und häufigste Satz in allen Seifenopern und Fernsehserien, macht Menschenwürde aus. Ein bewusstes, ruhevolles, liebevolles Dasein. Intensives Wahrnehmen der Gegenwart und ihrer Geschenke, die nichts mit einem Warenhauskatalog zu tun haben, weil ein schöner, wahrgenommener Herbsttag ohnehin alles andere in den Schatten stellt. Das Besinnen auch auf Vergehen und Tod und nicht nur deren Verdrängung. All dies ist eines Menschen würdig und kostet nichts. Bedarf keines Prestigeautos, keiner Gesellschaftskolumne, keines dicken Bankkontos. Dafür würde genügen, sein Auskommen zu haben. Aber wie verpönt dieser Begriff geworden ist, wird doch heutzutage propagiert, mit nichts mehr auszukommen, sondern immer wieder dringlich etwas haben zu wollen, weil man es angeblich haben muss. Wir ersticken in einer Fülle, die nichts mit der Fülle des Lebens zu tun hat. Wir, hier, in unserer westlichen Zivilisation, während man auf dem Großteil der Erde hungert oder verhungert. Zwischen diesen Extremen kann nur Verantwortlichkeit für das eigene Leben etwas wie eine Lösung sein. Der Versuch, sich von den Suggestionen profitären Wahns frei zu machen, immer wieder zu entdecken, dass es des Kaisers neue Kleider nicht gibt, dass er nackt ist, dass wir unter unserer mühsamen Hülle von Ansehen, Prestige, Status ebenfalls nackt sind, dass wir leben, um eines Tages zu sterben und dass dieses Leben ein Geschenk ist, das es anzunehmen gilt, nicht zu verleben, dass wir selbst uns Leben schenken können, statt es zu verschenken. Es ist eine tägliche Übung. Man hat nie ausgelernt. Und jedes Leben hat ausreichend Schmerz und Hürden auf Lager. Eine öffentliche, anerkannte, quasi erfolgreiche Position führt daran nicht vorbei. Daheim, allein, Auge in Auge mit seinem Bild im Badezimmerspiegel. Da erst beweist sich Lebenskraft. Die Fähigkeit zur eigenen Lebensqualität. Inwieweit man unermüdlich weiter lieben, sich freuen oder ärgern kann oder ob man aufgibt und zu Stein wird. Es gilt einer solchen Versteinerung in sich und um sich mit seiner Existenz und mit den Worten entgegenzuwirken. Ich tue es, solange ich bei Kräften bin. Wohl wissend, wie hilflos man vor der Riesenmanipulation des Kommerzes und dessen verführerischen Leitbildern dasteht, vor dieser gewaltigen Maschinerie, die nur Lebensersatz anbietet und es High Life nennt, vor der Ausweglosigkeit des Sterbens nicht nur der Natur um uns, auch der in uns, und wohlwissend,
dass man einen Weg geht, auf dem einen nur wenige begleiten, mit beschränkter Einflussnahme und ohne jede Handhabe irgendetwas realpolitisch, gesellschaftsimmanent auf breiter Ebene umzusetzen. Nur noch am Leben und lebendig und einer unterirdischen menschlichen Gemeinsamkeit analog zur Parabel von den kommunizierenden Gefäßen gegen alle Vernunft weiterhin trauen.